Hallo und herzlich willkommen hier heute am Montag am 11. Juni. Und ich begrüße euch ganz herzlich zur 11. Folge am Montag hier auf Microsoft TV in der zweiten Staffel. Wir haben einen Auftrag von Enrique B. Castellanos, der uns in der letzten Folge, glaube ich, oder in der vorletzten Folge auch erst da war als Kunde. Weiß nicht, er hat irgendwas gekauft, glaube ich, irgendwas bestellt oder Reparatur. Ich weiß nicht, er war auf jeden Fall schon mal da gewesen. Der Name, den hatten wir erst vor kurzem. Und jetzt hat er allerdings einen kompletten neuen Rechner bestellt nach Wunsch. Er hat sich gewünscht, er möchte wenigstens einen 4-Kern-Prozessor mit wenigstens 3, oder mit genau 3,8 GHz, nicht wenigstens, aber er möchte 3,8 GHz, das machen wir Nanometer, ohne Übertaktung, also Locked CPU Rate, also keine Übertaktung. Er möchte 1600 MHz Arbeitsspeicher in der Taktung haben mit DDR3, die Größe ist ihm allerdings Schnuppe. Er möchte eine Grafikkarte haben, also einen GPU, wie das steht, vom Hersteller C4 mit wenigstens DirectX 11. Also das heißt wenigstens, aber mit DirectX 11. Und er möchte Bemute Lüfter haben und er möchte Windows 7 mit Antivirus drauf haben. Und deswegen haben wir das so bestellt. Hier unten ist die Liste. Serial Windows 7, genau, haben wir alles bestellt, alles da. Muss nur kommen, wird geliefert denn. Allerdings alles, was ihr jetzt nicht wünscht, können wir dann selber wählen, wie zum Beispiel eine Festplatte, Gehäuse, können wir dann alles selber uns überlegen, wie wir das machen möchten. Deswegen habe ich da natürlich, nehme ich grundsätzlich die günstigsten Sachen, logischerweise. Wenn er das nicht explizit wünscht, können wir natürlich die günstigsten Sachen rein. So. Wir packen mal aus. So, ausgepackt haben wir. Schnappen wir uns dieses super tolle Gehäuse hier und bauen mal ein, würde ich sagen. So, da ist das Gehäuse, hier ist der Lastlager und auf geht's, würde ich sagen. So, wir brauchen einmal das MZI 444 Plus. Das wird eingebaut. Denn den FreeSlide 500 Watt Netzteil. Dann bauen wir mal die Sumsak 300 GB Platte ein. Wir bauen das Tashibo Laufwerk ein, oben auf Slot 1. Wir bauen den CPU ein. So, einmal Deckel auf, Deckel zu. Dann den Stock-Kühler oben drauf. Stecker drauf. So, dann kommt die Grafikkarte rein. Dann kommt noch der Arbeitsspeicherruf. Nicht kompatibel, DDR4 erforderlich. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, seht ihr? Verdammt. Stopp, Pause. Da habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich... Warum ist der DDR3. Das Board hat DDR4, ne? Da habe ich nicht aufgepasst beim Board. Da habe ich nur auf die Taktung geguckt, bis... Nee. Wartet mal. AMP habe ich bestellt. Das günstigste von AMP, das MZ4. Ja, da habe ich nicht aufgepasst aufs Board. Ja. Egal. Weil das war das Problem gewesen bei dem, dass der nur zwei Slots hatte für den RAM. So, hier... Dann brauchen wir das Tracer. Kaufen, Express, los. Gut, Board wieder raus. Können wir sonst noch irgendwas schon einbauen? Ja, die Lüfter können wir schon einbauen. So, Lüfter, Lüfter. Der Rest geht noch nicht, dem zufolge. Das Board wandert denn allerdings jetzt für uns hier in die Auslage. Weil das haben wir jetzt falsch gekauft. Nicht weiter schlimm, kommt aufs Regal zum Verkaufen. Fertig. Falsches Board bestellt. Kommt vor. So. Zeit läuft weiter. Wir haben eine Kundin. Sie möchte, hat einen Reparaturauftrag. Hallo, ich. In den letzten Wochen haben mir meine Kontakte mitgeteilt, dass sie von mir komische Nachrichten erhalten haben. Mein Sohn hat mir gestanden, dass er versucht hat, eine gewisse Ingenieurspiel zu hacken. Das ist unglaublich. Ich glaube, der Computer muss gesäubert werden. Gut, dann machen wir das. So. Magellanic TR758, dann haben wir noch ein Cubic GX610, das MZI 970 Gaming Board, ein Sport 4x8 GB 4000 MHz GL18, eine Asus GX77 Superclocked, ein AMP, oh, FX7330 Black Edition, oh, der hat Power hinter, ein Flacoon Full Cooper Kühlkörper, komplett aus Kupfer, auch nicht schlecht, Freezer Master Muda und ein Asus Laufwerk und nochmal ein Bemuted Power Pro 1120 Watt Netzteil. So, das ganze Ding ist, da fahren wir mal hoch, an sich läuft er ja, er muss nur hochfahren und einen Virenscan einmal durchlaufen. Piep, hat's gemacht, habt ihr gehört, piep. So, da kommt die Lieferung des neuen Boards, was wir bestellt haben jetzt nachträglich für diesen Rechner.
So, hier werden wir schon mal erstmal installieren. Netzwerk NAS Virenscan können wir nämlich jetzt direkt, wie gesagt, vom Netzwerkserver installieren. Brauchen wir nicht jedes Mal runterladen. So, bauen wir das Board ein. Stecker, Stecker, Stecker. So. CPU wieder drauf. Stockkühler drauf. Zack, so, Saphir-Grafikkarte, Arbeitsspeicher. So, Rechner läuft. Sehr schön. So, Windows 7 wollte er, ne? Ja, Windows 7 hochfahren. Windows 7 Disk rein. Bootmenü bitte. Geil, man kann sogar an der CD das erkennen neuerdings. So, Windows 7 wird installiert, läuft. Okay, gut, dann. Aktuell zufolge nicht verfügbar hier. Ja, so, er macht den. Nee, er installiert. So, er ist fertig mit der Installation. Programme, Virenscan, Start, ja, ausführen. So, er macht einen Virenscan. Ach Gott, entschuldigt. So, läuft auch. So, irgendwann müsste eigentlich mal unser Geld hier abgezogen werden, oder? Oder hat er das einfach schon gemacht? Weiß nicht, wann wir die Post da bekommen hatten. Schon zum Ende des Tages jetzt wird das abgezogen. Schauen wir mal, sind wir mal gespannt. So, wir machen mal ein bisschen Beschleunigung hier. So, der hat macht einen Neustart, können wir die CD schon wieder rausnehmen. Mal die Serie gleich noch raufschieben. So, hat er auch drauf. Die Treiber müssen noch installiert werden dann. Das machen wir auch gleich noch. So, Treiber, du hast eine C4 RS7 Karte drin. RS7 installieren. Den Board-Treiber laden wir runter immer jedes Mal frisch, weil da einfach der Punkt ist, dass der einfach nicht so groß ist und es sehr viele Mainboard-Treiber gibt und nicht so viel bei den Grafikkartentreibern. Und die alle jetzt hier zwischenzulagern, macht dann auch nicht so den Sinn. So, nächste Kunde, hallo, mein Computer startet einfach nicht. Was kann ich tun? Ich glaube, der On-Off-Schalter ist kaputt. Das könnte natürlich auch sein. Parallax-Jumper-Gehäuse haben wir freigeschaltet, obwohl den ganzen Rechner, keine Ahnung, das ist, glaube ich, das Gehäuse. Arbeitsspeicher, ein MZI GX57DI, ein Prozessor, ein Kühler wieder, ein Lüfter nochmal, eine Festplatte, noch eine Festplatte. Netzteil haben wir wieder einiges freigeschaltet. So, brauchen wir nochmal das Board. Wir brauchen Treiber, Motherboard-Treiber und das ist das, was ist verbaut? Tracer. Megabyte MZ Tracer D4 Treiber. Ist das richtig? Ja. Download. Deswegen, die gehen immer relativ schnell runterzuladen, das ist nicht das Problem. So, hier müssen wir mal gucken, was da kaputt ist. Prüfen. Sehen wir schon, was kaputt ist? Nein, aber es sind so viel drin verbaut. So, Download, Treiber installieren. Aber was hat sie noch mal gesagt gehabt? Er startet einfach nicht? Nee, er startet nicht. Kann man das Gehäuse überhaupt selber checken direkt? Scorpio Antares Gehäuse ist okay. So, das ist auch runtergeladen. Dann werden wir noch den Antivirus installieren. Wollte er ja auch haben. Startet nicht, vielleicht ist auch der Netzteil kaputt. Ja, die Lüfter setzen ja wieder aus, sehe ich ja schon. Hätte ich mir sparen können, die Arbeit, seht ihr. Naja, gut. So, was ist es für eins? Ein Crossair 650 S80. Haben wir das zufällig da? 520 S80, 650 S80, was ist das für eins? Ne, aber nicht da. Gut, aber auch nicht weiter tragisch, können wir ja bestellen. So, Netz. Teil Crossair CA650 S80, das da kaufen ohne Express unterwegs. So ist bestellt. Der Rechner müsste dann fertig sein. Geräte, ja, Antivirus ist auch installiert.
Ja, gut, dann einmal runterfahren. Ist der Rechner für Enrique Castellanos fertig? So. Der andere macht immer noch einen Virenscan, ist aber gleich fertig. So. Sieben müssen neutralisiert werden. Okay, ja, mach mal. Dazu macht er mal einen Neustart. So, was fehlt jetzt noch? Ein Lüfter fehlt noch. Genau. Und dann fehlt nur noch der CPU selbst wieder. Und dann haben wir es wieder. So, der macht einen Neustart. Der ist runtergefahren. Der ist fertig für Enrique Castellano. Du kannst deinen Rechner haben, bitteschön. So, haben wir wieder ein bisschen Kohle gemacht, gerade noch kurz vor Ende. So, vor Tageswechsel. Ja, hier ist das Netzteil kaputt. Testen wir aber trotzdem mal den CPU noch. Ja, ist, naja, nicht im besten Zustand, aber ist ja okay. So, Lüfter noch dran, Lüfter drauf. So, gut, ansonsten haben wir alles geprüft. Nur das Netzteil ist im Eimer, das ist bestellt. Hier ist der Virenscan abgeschlossen, das heißt, du kannst runterfahren. Und dann können wir Ivalu Josephson ihren Rechner auch wieder geben. Kriegt sie ihren Rechner auch wieder. Bitteschön. Glass Display DBXXL haben wir freigeschaltet. Wir haben ein neues Display freigeschaltet. Upgraden. Mal gucken. Upgraden. So. Achso, ist einfach nur in Blau. Ist dasselbe wie das, nur in Blau statt in Schwarz. Dunkelblau. Naja, sieht bestimmt auch schick aus. Würde ich ja machen, können wir aber gerade nicht. So, Verwaltung, wie sieht es mit dem Kredit aus? Können wir gerade eh nicht zurückzahlen, waren ja 4000 gewesen. Können wir ja gucken, was wir alles neu haben. Guck mal. Hier haben wir zwei neue Rechner. Häuser. Ah, gibt immer wieder was Neues, seht ihr? Immer wieder neue Sachen freigeschaltet. Fettes neues Board. 670 Gaming. Motherboard. Prozessoren haben wir hier. Hier, der fette hier. Guckt mal, der hier mit Overclocking. Sechs Kerne, der haut rein. So, ja, neuen Kunden. Achso, nee, nicht Kunde. Liefermensch ist da. Bringt uns unser neues Netzteil für diesen Rechner hier. So. Rein. Bestätigen. Ich teste ihn gar nicht erst. Sollte hochfahren. Nur das Netzteil zu tauschen. So, wir haben nochmal einen neuen Arbeitsspeicher. 4x16, also ein 64 Gigabyte. Wieder freigeschaltet. Nicht schlecht. So, Prozessoren haben wir gerade geguckt. Grafikkarten haben wir hier die GX 67 Superclocked. 77 Superclocked, Entschuldigung. Die RS750, eine 670 Superclocked, eine 850, 57 Di. Ja, haben viele verschiedene Grafikkarten da. Speicher. Hier seht ihr wieder ein 64 GB RAM-Modul. Ah, haben einige da. Der teuerste ist aktuell der hier. Der 4x16 64 GB. Für 373 Euro von G-Skill. Oder J-Skill, wie es hier heißt. Der haut rein. Ansonsten, ja, Festplatten haben wir auch mal wieder mal neue. 2 TB von der Seagate Constellation. Seht ihr hier immer wieder neue Platten. 2 TB Gold von Waldstern Digital. Seht ihr immer wieder neue Sachen, Lüfter, Bmut UltraWings. Hier, der ist sehr leise, zum Beispiel der UltraWings Silent. Quiet. Hier leise Stufe 2, leise Stufe 3. Ja, also sind schon gute dabei. Optische Laufwerke haben wir auch zwei neue. Kühlung haben wir Flakoon und Flakoon Full Copper, also voll aus Kupfer.
Ist der besser als der Everwest? Everwest hat 23. Flakun, Vollkupfer. Oh ja, 32. Da bestellen wir gleich mal einen für uns. So, ja, und den Rest haben wir ja nicht. Bestellen wir einfach mal. So, aber die Folge ist schon wieder zu Ende. Deswegen sehen wir uns morgen dann zur nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich heute von euch und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.